Zorros Desaster, alles dreht sich für Zaster. Ich trete ab und zu auf, wie die Meute ruft und staunt. Ich lebe auf im Zirkuszelt, lebe für die Zirkuswelt. Die Manege ruft mein Kostüm, das ich trug, mit greller Farbe versetzt und Punkten befleckt. Gut geschminkt, dass mir das Publikum zum Lachen zu bringen gut gelingt. Gut bekleidet durch die Kapelle, jongliere ich passend zum Rhythmus Bälle. Ich habe ein Glücksrad, viele Sachen, die sich drehen, Spiralen sind zu sehen, Lichter, die an und ausgehen, Melodien, die bestehen. Ich komme für den Clown als Begleitperson, animiere die Meute durch mein Mikrofon. Wenn ich bestimmte Ansagen höre, gebe ich das Autistenzubehör, wie ich der Manege meine Treue schwöre, indem ich Dinge finde, erfinde und darüber singe, wie ich Zirkuszelthöhen erklimme, mich am Seil von Seite zu Seite schwinge und zwischendurch ein Salto springe. Rhythmische Bewegung, taktisch lebhafte Begegnung, ich bewege mich akrobatisch, meine künstlerische Meise wuchert botanisch und wirkt auf das Publikum äußerst sympathisch. Ich drehe dem Gummihuhn den Hals um, es brummt und quietscht herum, letzten Endes Manege aus, unser Programm ist ausgebraucht. We have a lucky fee and always a happy day. Hier gleich neben dem Zirkus befindet sich die allerbeste Eisdiele. Eis mit die Eisstiele aus der Tüte oder Eiskugeln in der Waffe, egal ob Karamell oder Mandel. Dazu noch ein Schuss Sahne, Streusel aus Schokolade, Erdbeersoße, egal ob mit oder ohne. Der Geschmack bleibt, wenn die Sonne so krass scheint. Fühle ich mich durch diese Erfrischung umso gescheit. Ich habe mich hier auch schon herzhaft gesättigt. Ich habe hier gespeist, Trinkgeld bezahlt und gestrahlt. Hallo, hallo, hat jemand Lust auf den Zirkus Maximus? Ich habe Karten zu verkaufen, die kannst du bezahlen, damit kannst du staunen. Ich will hier meine Runden laufen, Karten geben, um Geld dafür zu nehmen, eure Laune zu beleben, soll mir den Anstoß geben, euch meine Geschichte zu erzählen.
Nun bin ich zu Hause angekommen und habe zwei Zirkuskarten mitgenommen. Vorfreude bekomme ich schon, mal gucken, was im Fernseher läuft. Das Bild flackert und der Moderator sabbert, darüber habe ich mich gefreut. Ich hatte viel unternommen am heutigen Tag, war unterwegs mit dem Fahrrad und sprach hier und da ab und zu mal mit dem ein oder anderen Bekannten, war Eis essen und war am Lachen. Nun ist gerade die Sonne untergegangen, ich wollte diese Anblicke einfangen und danach dabei nach Hause zu haschen. Nun will ich alles Revue passieren lassen, gedanklich nochmal sacken lassen und mir etwas zu Abendessen machen. Vielleicht schaue ich noch eine Runde aus dem Fenster, manche Straßen voller Kämpfer, Rentner, Gangster und Penner, eigenartige Töne und Klänge, Gesänge, Motorengetöse am Horizont, wäre ein Öde, wenn dich Leute nach der Stimmung der Stadt fragen, frag die Straßen. Hier im Vergleich zu der Großstadt ist es eher ruhig und blüht vielfach. Exotische Früchte erfrischen und machen satt. Dessen Fruchtsaft stillt den Durst und gibt Kraft. Die Sonne strahlt und lacht, Grillen in der Nacht. Die Vögel singen ihr Lied, die Farbe aller Blüten sprießt, dass ich die Ruhe in diesem Gebiet genieße. Währenddessen fließt hier und da ein Bach, das Wasserglas klar und flach. Wasser plätschern, durch den Dschungel schlendern, die Richtung ändern. Ich lebe auch hier in dem Wald der Pflanzenvielfalt. Die Unruhe ist hier an mir abgeprallt. Idylle und Stille bei jedem Aufenthalt habe ich bekommen und habe ich vernommen. Ich sehe den Ablauf der Natur, durchlebe die optimale Ökokultur, saftig grüne Farben der Blätter, Äste und Tongespenste wie zum Beispiel diese Echse. Put your hands in the air. Put your hands in the air.
Nun ist die Nacht vorbei und ich drehe wieder meine Runde. Nun stehe ich hier schon fast eine Stunde und sehe nach den Graffiti-Bildern meiner Stadt, gemalt von Hand mit Sprühlack, wie viel Freude das macht, welches Gefühl man beim Anblick hat, wie gut es für die Künstler so klappt. Ich sehe danach und sehe mich satt, laufe die Wand auf und ab, schaue und staune, laufe und glaube es kaum, wie schön die Bilder ausschauen, alles völlig exakt, die Aussage passt, mein Herz lacht, die Farben wirken mit viel Kontrast, die Farben strahlen, Leute mit Insidernamen formen die Buchstaben, die Kunst der Großstadt Straßen weitläufig verbreitet an diesen Tagen. Nun will ich weiterlaufen durch die City, zur nächsten Stelle, wo auch gelegentlich ich den Wänden Farbe spende. So, nun nach einer halben Stunde hier angekommen, konnte ich schon von Weitem erkennen, die Bilder haben Gestalt angenommen. Die Umgebung an manchen Tagen sehr belebt, das Interesse der Passanten besteht, man guckt und geht, hier und da eine Sitzbank, der Fußgängerweg führt die Wand entlang, im Hintergrund die Kulisse der Stadt, jeder staunt und gafft, die Wand ist wie ein Schauplatz, die Bilder beleben die Umgebung, Zuschauer bei der Entstehung, eine farbenprächtige Begegnung. Ich freue mich und scheue mich nicht davor, hier öfter herzukommen, die Leute zu begreifen und über das Verbleiben zu entscheiden. Nun muss ich mich beeilen, um meinen Weg nach Hause zu beschreiten. We'll be right back.
Hallo, mit mir bitte zurück beim Zirkus angekommen. Leute, seht her, seid nicht so voreingenommen. Ich verkaufe die Eintrittskarten, wir sind von weit her hierher gefahren. Wir haben Kunststücke aller Arten, man muss nicht lang sparen und auch nicht lang warten. Wagen voller Waren werden euch erwarten. Ihr werdet sehen, ich verspreche euch nicht zu viel. Niedrige Preise, viel Show, so ist der Deal. Die Show im großen Stil, interessant auch das Lichtkulissenspiel. So ziehe ich die Eintrittskarten aus meiner Box, hab mich gefreut und gehofft. Gute Einnahmen sind wie guter Treibstoff und unsere Akrobaten machen nicht nur Sport. Der Stapel wird weniger und schwindet fort. Ein geistreicher Ort, wir verspüren. Dass ich euch nun die Wahrheit über mich offenbar. Ich war einst ein Zirkusstar, doch noch nicht immer. Ich komme von weit her, dieses Raumschiff ist mein Militär. Das zu begreifen fällt ihr schwer. Von weit her, mein Planet ist wie ein Magnet. Dieses Raumschiff ist ein Gerät, was abhebt, aufdreht und abgeht. Mit Lichtgeschwindigkeit macht es sich bereit, Wege zu beschreiten, das Universum zu begreifen, über Routen zu entscheiden, hier und da mal landen, in nicht so bekannten Regionen vom Erdboden abgehoben, über die Erdoberfläche geflogen, wo gelegentlich auch Lebewesen wohnen.
Lebewesen mit abgetretenen Methoden und ebenso abgetretenen Moden. Und auch respektvolle Lebewesen mit Schaufel und Besen. Respektvolle Wesen mit Datenladern, die heben.
I don't know.